schon zum ersten Brawl Pass gehen. So könnt ihr da als allererstes ausschauen, Freunde. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video von mir. Heute habe ich so ein krankes Video für euch, denn falls ihr es nicht wisst, es kommt im nächsten Brawl Stars Update ein Brawl Stars Season Pass in Brawl Stars rein. Also der Brawl Pass nennt sich das dann. Das wurde offiziell von Brawl Stars angekündigt. Dazu kommt eine neue Seltenheitsstufe in Brawl Stars rein. Und zwar die Seltenheitsstufe Chrom, Freunde. Absolut heftig. Ich habe sehr viele Sachen in diesem Video jetzt mit dabei, die ich euch zeigen werde. Und zwar erstens, ich werde euch gleich vier verschiedene Optionen zeigen, wie der Season Pass, der Brawl Pass in Brawl Stars aussehen kann, Leute. Dazu neue Sachen, die hoffentlich in den Brawl Pass reinkommen werden. Zum Beispiel unter anderem Brawl Stars Tänze, also dass jeder Brawler Dance Moves und so weiter hat. Richtig krass auf jeden Fall. Viel Spaß bei diesem Video. Gebt auf jeden Fall alle genauso einen Daumen nach oben, wenn ihr genauso gehypt seid wie ich auf das Update und auf den Brawl Pass. Und let's go. Also, wir sind hier, als allererstes starten wir ganz kurz hier auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Brawl Stars. So sieht der Brawl Pass aus, also das Logo so gesehen. Und jetzt als allererstes, eine wichtige Frage, die sehr viele bestimmt wissen wollen, ist, ob es den Brawl Pass auch umsonst gibt. Also eine For-Free-Variante. Das gab es ja bis jetzt überall bei Fortnite und wir richten uns jetzt am meisten an Clash Royale, Freunde. Denn Clash Royale hat ja auch einen Season Pass und der hier sieht so aus. So sieht das Season Pass in Clash Royale aus. Es gibt einmal den Goldpass und einmal den silbernen Pass. Der silberne Pass ist umsonst. Du musst dafür nichts bezahlen. Den hat jeder. Den kann jeder weiter freischalten. Und so sieht das Ganze hier aus im Sinne von Gebäuden. Und sieht auf jeden Fall cool aus. Und genau so, Freunde, wird es hundertprozentig auch in Brawl Stars sein, sage ich. Denn es wird safe so sein, dass es den silbernen Brawl Pass gibt und einmal den goldenen Brawl Pass. Und der wird genauso aussehen, sage ich, wie der hier. Also genauso aussehen und nur in Silber dann. Und dann verschiedene Fäde, wisst ihr? Also, und jetzt, Freunde, wollen wir schon zum ersten Brawl Pass gehen. So könnt ihr da als allererstes ausschauen, Freunde. Ich habe damals vor mehreren Monaten, vor ungefähr, ich sag mal, 5 Monaten oder sogar einem halben Jahr, ist es vielleicht schon her, über einen Season Pass in Brawl Stars geredet und ich habe mit euch zusammen besprochen, wie der ausschauen könnte. Und so könnte der Season Pass allgemein ausschauen. Das ist ein Bild, was wir damals schon gefunden haben und darüber geredet haben. Hier sehen wir einmal jetzt wieder den silbernen Pfad. Hier, Silver Pass. Da kriegt man jetzt zum Beispiel 10 Star-Punkte, 25 Münzen, Tickets. Also Tickets kommen ja eh raus aus Brawl Stars, also Tickets sowieso nicht. Aber einfach kleine freie Belohnungen, die jeder haben kann, die auch nicht ultra krass ist. So könnte der Battle Pass, so hieß er damals, also wurde überlegt, Battle Pass, natürlich Brawl Pass, so könnte der oben im Profil angezeigt werden, also direkt neben dem Trophäenprofil mit Profilbild etc. könnte direkt der Brawl Pass daneben sein. Ich denke mal, das wird entweder, es wird einfach dieses goldene Logo wird einfach irgendwo aufscheinen, das denke ich. Also von dem Brawl Pass das Logo. So, jetzt, Freunde, wollen wir schon zum zweiten Foto gehen? Ne, warte mal, stimmt, der goldene Pfad. Hier bekommt man bei Tier 1 einen neuen Skin. Dann zum Beispiel die Option, dass man Hüte oder sowas, Kopfbedeckungen tragen kann im Brawl Stars. Oder das immer wieder ändern kann, wie man lustig ist. Das wäre auf jeden Fall richtig krass. Dann werden Safe Call Emotes halt in diesem Brawl Pass drin sein. Dazu die neue Seltenheitsstufe, falls ihr nicht wisst, es kommt eine neue Seltenheitsstufe rein und die kannst du nur durch den Brawl Pass bekommen, denn es kommt auch ein neuer Brawler in dem Brawl Pass, den man halt nur erstmal im Brawl Pass bekommen kann, wenn man sich den Brawl Pass holt, aber der wird halt so gesehen, die neue Seltenheitsstufe Chromatic heißt es, auf Englisch Chromatic, auf Deutsch Chrom, bekommen. Oh, aber du kannst dann auch diesen Brawler auch aus Megaboxen etc. ziehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du den ziehst, liegt auf einer gleichen Stufe mit einem legendären Brawler. Also, das ist so die Info dazu. Wird auf jeden Fall geisteskrank. Ich freue mich unnormal, Leute. Ihr kennt alle noch die Pokémon-Karten und die ganzen anderen Karten, wo immer Chrom
Seltenheitsstufe, wo es auch die chrome Seltenheitsstufe gab, Leute. Und das sah immer ultra krank aus. Ich bin so extrem gehypt auf dieses Update. Ich habe mich mein Leben, glaube ich, doch, ich habe mich nur einmal vorher mehr gefreut gehabt auf ein Update, und zwar auf den Global Release von Brawl Stars damals, weil damit wusste ich halt, ich kann die YouTube-Videos machen über Brawl Stars, wenn das Spiel rauskommt, und dann habe ich es ja auch gemacht, Leute. Jetzt sehen wir, wo ich bin, und 400 Videos später oder so, auf jeden Fall krank, weil damals wusste man noch nicht, ob Brawl Stars, war das in der Beta, und man wusste nicht, ob das Spiel es schafft, in den Global Release zu kommen. Also ob das Spiel wirklich veröffentlicht wird oder ob das einfach gelöscht wird, weil Supercell nicht gefällt oder so, wusste man damals nicht. Und deshalb war es damals geisteskrank, als damals der Global Release angekündigt wurde von Brawl Stars. Das war der heftigste, einer der krankesten Momente überhaupt. Also, jetzt Leute, zeige ich euch einmal ganz kurz, wie ein weiterer Pass aussehen könnte. So könnte er aussehen. Wir haben ja einmal, also dieses Logo, das müsst ihr vergessen, Leute, das hier, das ist ja nur provisorisch, da wusste man noch nicht, wie der Brawl Pass aussieht. Stellt euch jetzt einfach hier den goldenen Pass vor, den silbernen, und man kriegt Freeboxen, Megaboxen ab und zu und Gems. Gems wird man sowieso im Brawl Pass bekommen, das ist ja bei Fortnite auch so gewesen. Der Fortnite Battle Pass hat ja auch 10 Euro gekostet, und du hast wenn du den Battle Pass durchgespielt hast, hast du alleine die 10 Euro in Form von Bucks wiederbekommen. Also das lohnt sich einfach. So wird's safe hier auch sein. Ich sag, Leute, der Pass wird zwischen 5 bis 8 Euro kosten. In Clash Royale kostet der Pass 5,49 Euro. Das heißt, es könnte sehr, sehr gut sein, dass der Pass auch so viel im Brawl Stars kostet. Aber ich vermute mal eher so 8 Euro, denke ich mal. So ist meine Schätzung. So könnte er aussehen. Man wird halt safe Megaboxen ab und zu bekommen. Gratisboxen, Bigboxen. Safe, safe, safe. Dann noch die neue Währung, die jetzt auch kommen wird, weil Tokens gibt es ja bald nicht mehr. Das heißt, da wird auch noch irgendwas kommen, Leute. Dazu, jetzt der dritte Brawl Pass. So könnt ihr auch aussehen. Man bekommt neue Player-Icons. Das heißt, neue Profilbilder, die man im Brawl Pass, durch den Brawl Pass bekommt. Es gibt noch so viele coole Sachen. Alleine, dass die Möglichkeit da ist, eventuell, wer weiß, dass die Brawler Tänze haben und die dann auch in dem Brawl Pass drin sind. Neue Loading Screens, ihr seht es hier, neue Loading Screens. Dann extra nur Skins, die es nur im Brawl Pass gibt, wird auch safe so sein, Leute. Wird auf jeden Fall krank. Ich finde bis jetzt das Design hier vom Brawl Pass, finde ich am allerbesten. Das ist halt sehr krass an dem Trophäenpfad orientiert. Soll ja auch so sein. Finde ich auch gut so. Und finde ich einfach schön. Bis jetzt der schönste von den ganzen. Und jetzt habe ich noch einen letzten. Und zwar ist das der hier, Freunde. So könnte er aussehen. In Form von so einfach anderes Design. Ihr seht es ja hier. Ist da mehr an Fortnite angelehnt. Aber ich fand den hier auf jeden Fall besser. Ich fand den auf jeden Fall besser als den. Hier zum Beispiel ist es so, dass man bei der letzten Stufe dann 500 Tokens für einen Brawler abholen kann. Also das ist Fakt, Freunde. Die letzte Stufe vom Brawl Pass wird der legendäre Brawler sein. Der Chrome Brawler. Der einfach krank, Digga. Das wird heftig, Mann. Es wird geisteskrank werden, Freunde. Ich bin so unnormal gespannt auf dieses Update. Ich kann nicht mehr. Leute, das ist einfach zu krass. So, okay. Also, Leute. Jetzt einmal ganz kurz. Ich minimiere mal alles hier. So. Gehen wir auch ganz kurz auf die Fortnite-Tänze und die Brawl Stars-Tänze ein. Und zwar hat einer hier Brawler animiert. Also, er hat das animiert, dass sie dann sich so bewegen. Richtig crazy sieht das aus. Und ja, Mann, ich zeige euch das jetzt mal, damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, wie eventuell Brawl Stars-Tänze ausschauen könnten. Und, Leute, ich will noch einmal ganz kurz sagen, da das ganz viele nicht mitbekommen haben, und zwar habe ich einen neuen YouTube-Kanal. Also, was heißt einen neuen? Das ist Benjamins alter YouTube-Kanal, aber er darf ja keine Videos mehr machen von meinen Eltern aus auf seinem Kanal. Und deshalb muss ich ja irgendwie, ich kann ja den Kanal nicht sterben lassen, das wäre traurig. Deshalb habe ich jetzt ein neues Let's Play auf dem Kanal angefangen. Dort kommt jetzt eigentlich auch jeden Tag ein Video, checkt es auf jeden Fall ab. Bloons TD6, Leute, mache ich jetzt auch Let's Plays darüber, checkt die auch auf jeden Fall ab. Und jetzt zu den Tänzen. Ich verlinke euch den Kanal in der Beschreibung, erster Link, Leute, ihr wisst Bescheid. Und so. Schaut euch das an. Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool, Digga. Stell mal vor,
die Brawler, du bist in der Showdown-Runde und du willst den Gegner trollen und packst einfach einen Dance-Move aus. Ey, das wäre so lustig. Brawl Stars wird... Wenn Tänze in Brawl Stars reinkommen sollten, Bruder, dann ist Brawl Stars Hype vorbei. Dann wird der Hype explodieren. Schaut euch das mal an, Digga. Es ist so gut animiert. Krass, Mann. Es ist so lustig gemacht. Ja, Mann. So könnten auf jeden Fall Tencent Brawl Stars aussehen, Freunde. So könnten sie aussehen. Ey, es wär todeslustig. Es wär todeslustig, Mann. Es wär so, so witzig. Ja, Best Friend Dance, cool. Ja, Mann, Leute. Das ist auf jeden Fall das Video zum neuen Update. Was meine ganze Meinung darüber? Lasst auf jeden Fall bitte gerne einen Daumen nach oben auf das Video da. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, Digga, lass auf jeden Fall jetzt ein Abo da, Bro. Ich mache jeden Tag ein Video und du würdest mir auf jeden Fall meinen Tag versüßen, wenn du auf jeden Fall ein Abo da lassen würdest. Übel korrekt. Grüße geht auf jeden Fall raus an jeden, der es gemacht hat. Und natürlich auch die Glocke aktiviert. Ehre geht raus, Freunde. Und hiermit würde ich sagen, mehr Infos habe ich nicht. Mehr Sachen, das war alles, was ich vorbereitet habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Checkt das Video von gestern ab. Und ich würde sagen, Leute, das war's. Euer Brawl Bro und ciao.